So, wir sollten uns jetzt zuallererst mal kurz raus aus der Stadt begeben. Denn ich würde mich gerne umschauen, wo denn Witsand und Skjall sind. Also hier oben ist Fexkar, das weiß ich noch. Was haben wir da? Grünwelden? Nee. Die ganzen... Nein! Ich wollte nicht nach Grünwelden reisen. Na gut, dann schlafen wir jetzt hier halt. Gerugon, Terek, Quendlin. Kräuter suchen, Myrren. 4 Stunden, okay. Eine vierblättrige Einbeere. Na gut, schlafen, jo. Wir würden gerne wieder umkehren. Ja, ist jetzt die Frage, wohin sind wir überhaupt gereist? Ich hätte schwören können, ich hätte oben rechts irgendwo hingeklickt, nahe Fexkar. Aber sie scheinen jetzt Richtung Oberorken zu gehen, also südlich von Felsdane. Aber trotzdem, wir kehren erstmal um. So weit sind wir gar nicht gereist. Also, nochmal raus. Und jetzt einfach nur links raufklicken. Warnheim, wollen wir nicht hin. Rechte Maustaste. Links rauf. Das Poter, nein. Oben, nein. Otaje. Skjall, da unten müssen wir auf jeden Fall schon mal hin. In Skjall ist Jorge Toffinson. Jetzt fehlt nur noch Witsand. Hier unten haben wir den Prim. Ne, Prim ist das ganze Ding hier. Oh, ne, die Stadt heißt auch Prim. Na gut. Aber es ist trotzdem nicht Witsand. Leuchtturmrunen. Runenhafen. Arren. Trebern. Kart. Oder Sunden. Wirklich viel haben wir nicht mehr. Oh, was war das gerade? Rovik. Nein. Witsand hört sich auch ein bisschen so an, als wenn das irgendwo an der Küste wäre. Und gleich sind wir alle durch. Das ist bestimmt die letzte Ecke, wo ich noch nicht war. Witsand, da ganz oben. Uff, das könnte anstrengend werden. Also entweder laufen wir jetzt hier unten rum, also wahrscheinlich zurück nach Torwal und von Torwal dann aus entweder an der Küste lang oder mit dem Boot dahin. Oder wir schlagen uns hier durch das Gebirge durch, was recht gefährlich werden könnte, um dann hier oben nach Witsand zu kommen. Ja, das müssen wir uns echt überlegen. Obwohl so viel Stück Gebirge ist das hier nicht. Also von da nach da ist ungefähr ein Tagesmarsch. Im Gebirge wird sich natürlich noch wesentlich verzögern, aber ich denke, wir werden trotzdem nur 2-3 Tage brauchen, um da durchzukommen. Gucken wir einfach mal. Wir wollen zurück und wir wollen im Norden mal nach einem Ausgang gucken. Nach Orkangar. Ja, das ist ein ganz schönes Stück. Aber ich denke, das ist am schnellsten so. Dann könnten wir uns jetzt bis Orkangar durchschlagen, von da aus reisen wir weiter nach Witsand. Versuchen da den Nachfahren aufzutreiben und im Anschluss versuchen wir ein Boot zu bekommen, um an der Küste lang runter bis nach Skjall zu kommen. Also auf zum Orkangar. Au. Oh. Hinter einem Felsblock am Wegesrand könnt ihr ein Bein hervorragen sehen. Getrocknetes Blut klebt am Hosenbein. Wollt ihr die Leiche genauer untersuchen oder Geier lassen, was ihnen zusteht. Nee, wir sollten schon nachgucken, was mit der Leiche auf sich hat. Vielleicht können wir so herausfinden, was dem jungen Mann da passiert ist. Und ob das uns auch passieren könnte. Also gucken wir uns die Leiche mal genauer an. Ihr braucht nur einmal hinzusehen, um festzustellen, dass hier ein Wanderer von Räubern niedergemacht wurde. Eine abgebrochene Säbelklinge ragt noch aus der Brust des Unglücklichen. Räuber. Na gut, damit sind wir schon in der Zwingfeste klargekommen. Solange es nicht allzu viele sind, dürfte es kein Problem sein. Zumal wir ja auch voll Astralenergie haben. Der Wanderer trägt Folgendes bei sich. Ein Dokument. Und da wir jetzt eh rasten, sollten wir uns das Dokument gleich mal angucken. Dies ist ein Dokument. Nein, wirklich. Gegenstand benutzen. Das Einhorn kennt viele Möglichkeiten, dir zu helfen.
Es kann sogar verlorene Gegenstände wiederbeschaffen, wenn es selbst glaubt, dass diese von Wichtigkeit sind. Dabei ist es schneller noch als der Wind. Ein Einhorn. Na gut. Davon haben wir schon Gerüchte gehört, aber es ist trotzdem sehr obskur, dass es verlorene Gegenstände wieder beschaffen kann. Na gut, das Dokument behalten wir erstmal. Und stellen unsere Wachen auf, wie immer. Gwendolyn, Tirik, Girugon und Myrrhen darf wieder Kräuter suchen. Vielleicht finden wir hier im Gebirge ja was anderes als draußen, also im flachen Land. Ein eitriger Krötenschemel. Das Spiel will wirklich, dass ich Gifte herstelle. Nee. Schlafen. Und oh, Wegelagerer. Vor euch versperren 4 Wegelager den Hohlweg, in dem ihr euch gerade befindet. Ein weiterer Schurke ist hinter euch auf den Weg gesprungen und hält lässig eine Armbrust auf die Hüfte gestützt. Geld oder Leben? Wollt ihr euch zum Kampf stellen, fliehen oder mit den Räubern verhandeln? Also 5 Räuber müssten machbar sein. Da verbrennen wir ein bisschen Astralenergie, um sie zu blenden oder mit Fulminictus zu beschmeißen. Das kriegen wir hin. Aber wir könnten auch versuchen, mit ihnen zu reden, ob sie vielleicht irgendwelche Informationen haben, die wir gebrauchen können. Und danach können wir sie immer noch angreifen. Also mit den Räubern verhandeln. Wir hätten gerne einen bescheidenen Wegzoll von 15 Dukaten pro Person. Ha, also wir können anscheinend nur um den Preis verhandeln und nicht um irgendwelche Informationen. Das wäre mir aber doch ein wenig zu viel. 15 Dukaten pro Person, das sind dann 90 Dukaten? Nee. Du kannst 15 Schwerthiebe pro Person haben. Oder wir sagen, wir kommen im Namen des Hetmans, aber das wird zum Wegelagerer ziemlich am Arsch vorbeigehen. Also sagen wir, du kannst 15 Schwerthiebe haben pro Lump oder so ähnlich. Zack. Oh, das ist ganz schön eng. Aber wir stehen sehr gut. Also Girumon kann unten den einen abfangen und Tirik stürmt vorne auf die 4 los. Das ist ein gutes Kräfteverhältnis. Also, Girugon daran. Abwarten. Komm schon, Tirik, du musst ganz schnell dran sein und da reinlaufen. Okay, also haben wir Girugon 1, Gwendolyn 1, Tirik 3. Und Talana steht ein wenig ungünstig. Aber sie hat eh nicht ganz volle Astralenergie und ich würde auch ganz gerne in der nächsten Stadt die Stabzauber weiterlernen. Darauf wurde ich ja aufmerksam gemacht. Das heißt, ich sollte nicht unbedingt allzu viel Astralenergie mit ihr verwenden. Also läufst du dahin und das reicht erstmal. So, Myrrhen. Du kannst dahin gehen und schießen, wenn du den Bogen in der Hand hast und das sieht gut aus. So, du greifst einfach nur an. Obwohl. Ich wollte eigentlich zurückgehen auf Bewegung, damit sie ein bisschen rumgeht. Aber na gut. Wo gehst du mal hin? Du solltest dich hier oben mit um die 3 kümmern, sonst wird Tirik zu schnell niedergemacht. Genau, stell dich mal. Kannst du dich dahin bewegen? Ja. Und schön schießen. Nein, nicht auf den Boden. Auf den Wegelagerer. Gute Treffer. So, jetzt gehst du bitte einmal darum und greifst ihn von der Seite an, damit der Rest auch an ihn rankommt. So, Tirik sollte entweder sichern oder defensiv kämpfen. Machen wir mal defensiv kämpfen. So, du kannst dem da jetzt einen Fulminictus reinhauen, mehr aber auch nicht. Das wird schon mehr als genug Astralenergie verbrauchen. Aber hallo. Oh, und seine Waffe ist anscheinend zerbrochen. Oh, das war noch im letzten Kampf passiert, oder? Das hätte ich auch vorher machen können. Aber gut, er hat noch 3 Bewegungspunkte über. Also kann er immer noch zuhauen. Und ruhig aggressiv. So, du gehst dahin und schießt ihm in die Seite. Und bisher sieht der Kampf wirklich gut aus. Also abgesehen von Tirik, der ab und an einen auf den Deckel bekommt. Aber die Banditen kriegen gut Schaden rein und dürften nach und nach entweder fliehen oder umfallen. Genau, du. Komm schon.
Und jetzt könnten zwar Myrim und Yalin auch noch Fulminikten schmeißen, wenn Fulminikten dann wirklich das Plural von Fulminictus ist. Aber mit dem Bogen machen sie auch ganz gut Schaden. Ich sehe jedes Mal so 5 bis 8 Schadenspunkte, wenn sie mit dem Bogen schießen. Und daneben schlagen tun sie eigentlich recht selten. So, alte Option. Oh, Tirre kriegt gut einen auf den Deckel. Komm schon. Na, also der erste Tod. Der müsste auch gleich umfallen vor Gwendolyn. Nee, der flieht. Das heißt, du kannst den angreifen und Tirik ein wenig entlasten. Abwarten. Alte Option. Du greifst bitte den an. Normal reicht. Jetzt sind es hier nur noch 2 um ihn rum. Und du sicherst bitte. Ah, der konnte fliehen. Na gut. Angriff auf den da. Normal. So, die Bogenschützen haben jetzt keine wirklich gute Position. Das heißt, Tirik sollte gleich mal ein bisschen um die Gegner rumgehen und Gwendolyn auch, damit die Elfen Platz haben. Das heißt, du gehst jetzt dahin und wartest ab. Abwarten. Und du gehst jetzt da. Oh, da kann sie gar nicht rumgehen. Njam, njam, njam. Das ist nicht so toll. Na gut, dann halt auf die harte Tour. Ruf da. Kann sie hier wenigstens irgendwie rumgehen? Sie könnte sich direkt neben ihn stellen und draufschießen. Ja, okay. Das machen wir doch mal. Also, einfach Bogen und zu nah. Ja, okay. Waffe wechseln. Rapier hat sie auch noch welche. Angriff und ruhig aggressiv. So, jetzt können wir auch Computerkampf anmachen und Magie ausstellen. Hier geht das ein Ticken schneller. Allzu viel dürfte nicht mehr passieren. Die meisten von den Schurken haben schon recht viel abbekommen, aber jetzt haut der eine auf Talana ein. Wenn Talana noch einen Treffer abbekommt, dann mache ich wieder manuellen Kampf ein. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Warum haust du mal auf Talana, du Wabandit? So, nächster ist geflohen. Noch einer tot, der andere ist auch gleich weg. Schön, schön. Haben wir mal eben 90 Dukaten gespart. Aber ja, das Gebirge ist gefährlich. Und das nicht nur wegen den Räubern, die wir gerade getroffen haben, sondern auch wegen der ganzen anderen Biester. Mal gucken, was wir da noch so finden. Ein Kuhkristall, der dürfte was wert sein. Die nehmen wir mal mit. Und ein paar Rapiere. Das sollte erstmal reichen. Für mehr haben wir wahrscheinlich gar keinen Platz im Inventar. So, wir sind auch fast durch das Gebirge durch. In einiger Entfernung könnt ihr gedämpfte Stimmen vernehmen. Wollt ihr euren Weg fortsetzen oder näher schleichen und nachsehen? Ah, wir haben gerade einen Kampf erst hinter uns. Schleichen wir näher? Entscheidung, Entscheidung. Nein, wir setzen erstmal unseren Weg fort. Und kommen dann später nochmal hier vorbei. Es ist recht unwahrscheinlich, dass wir nochmal hier durchklabbeln. Okay, komm, schauen wir nach. Auf einer Lichtung könnt ihr ein Lager erkennen. Etwa 10 verwegene Gesellen sitzen um das Feuer und vertreiben sich die Zeit mit Zechen und Würfelspiel. Offensichtlich handelt es sich um Wegelagerer. Wahrscheinlich gar diejenigen, denen ihr schon einmal begegnet seid. Wollt ihr das Lager mit einem Pfeilhagel eindecken? Das Lager erstürmen oder euch wieder von dannen schleichen? Wir schleichen mal von dannen. Also, wir können uns auf jeden Fall merken, hier ist ein Räuberlager, das darauf wartet, geplündert zu werden. Und wir gehen 10 Schritte und schlagen sofort unser eigenes Lager auf. Das ist auch sehr sicher, Jungs. Na gut, gucken wir uns mal die Bewegungspunkte an. Gwendolyn ist überladen, Tirik ist eh immer überladen, Gerugon auch. Myrim. Myrim kann auch ein bisschen was tragen, das ist gut. Gwendolyn ist nicht mehr belastet und auch sonst keiner. Ja, hätten wir noch ein paar mehr Rapiere mitnehmen können. Und Talana hier noch ein bisschen was geben. Und wir haben kaum noch Essen. Deswegen haben sie wahrscheinlich so viel Platz. Na gut.
vorstellen, kann Gerugon mal zwei Schichten schieben, Gwendolyn eine, damit Terek sich ausruhen kann. Dann schicken wir Mürrem los, Essen jagen. Wir finden Wasser und kein zu essen. Aber wenigstens Wasser. Vorräte haben wir ja noch. So, und Kräuter schicken wir dann mal Yallen. Das werden wir später eh noch beim ersten Level-Up ein wenig ändern müssen. Denn Mürrem ist ja eigentlich auch unsere Jägerin. Also was die Wildnis angeht. Dann kann sie nicht auch gleichzeitig Kräuter suchen. Das heißt, wir müssen entweder Yallen oder Talana das Kräuterkunde noch ein bisschen erhöhen. Also, Yallen sucht mal 3 Stunden und findet nichts. Na gut, dann halt schlafen. So, wir würden gerne weiterreisen. Richtung Zivilisation und weg von den Räubern. Ah. Ihr habt schon längere Zeit das Gefühl, als würdet ihr von jemandem beobachtet werden. Da erschallt aus dem Wald eine Stimme. Geld oder Leben? Na gut, werden wir wohl gleich wieder kämpfen müssen. Aber das Ganze mache ich zu einem Cliffhanger. Das heißt, ich mache jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder.